Hallo, meine lieben Pokémon-Freunde, und herzlich willkommen zu Pokémon Rot Part Nummer 9. Bevor der Part losgeht, beziehungsweise der Part geht schon los, und er meint, ich wollte die Frage des Videos ansprechen, und zwar: Wie ist euer Fazit zu Pokémon Sonne und Mond? es ist schwierig. Also, ihr müsst wissen, nicht viele von euch werden mein Let's Play gesehen haben, was auch absolut okay ist. Ich kann es absolut nachvollziehen. Es gab hunderte Let's Plays zu Pokémon Sonne und Mond, man hat es selber gespielt. Und da war es schon beinahe obvious. Ich bin ehrlich froh, dass ich es durchgezogen habe. Es gab viele Leute, die es deswegen abgebrochen haben, weil es eben nicht von vielen Leuten geguckt wird. Das war mir egal. Ich hatte bei dem Let's Play super viel Spaß. Ich bin auch echt zufrieden mit dem Let's Play, muss ich sagen. Und ja, auf jeden Fall. Ich habe das Spiel während des Spielens absolut in den Himmel gelobt. Ich meinte, oh lol, bestes Spiel, löst alles ab, was es jemals gab. Das Problem dabei sehe ich nur, ich habe einen sehr, sehr großen Kritikpunkt an Pokémon Sonne und Mond. Und zwar ist dieser, es kann auch sein, dass ich das jetzt nur so glaube, dass es vielleicht gar nicht so ist, aber ich glaube, dass Pokémon Sonne und Mond beim nächsten Mal spielen nicht so viel Spaß macht, wie zum Beispiel andere Spiele. Es kann sein, dass sich das vielleicht mit der Zeit ändert, weil ich es halt eben jetzt vor kurzem, ich sag mal, gespielt habe. Aber ich glaube, dass Pokémon Sonne und Mond nicht ganz so viel Spaß beim erneuten Spielen hat, wie zum Beispiel eine Pokémon Diamant oder hier eine Pokémon Rot Edition. Kann natürlich sein, dass sich das, wie gesagt, mit der Zeit ändert. Aber aktuell sehe ich das eher anders. Ich finde es tatsächlich ziemlich cool, dass zuerst sein Angriff kommt, dann meine Leech Seeds und dann erst mein Angriff. Finde ich interessant. Naja, auf jeden Fall. Ansonsten im Großen und Ganzen muss ich sagen, vom Fazit her, ich finde es echt cool. Ich finde es interessant, dass einige Leute kritisiert haben, dass es viele Trainer gab, die nur ein Pokémon haben. Das war, glaube ich, somit das coolste Feature in ganz Pokémon Sonne und Mond, weil, sagen wir mal ehrlich, richtig häufig ist es richtig lästig, gegen Trainer mit 5, 6, 7 Pokémon zu kämpfen. Von daher fand ich das tatsächlich persönlich ziemlich cool. Kann ich nicht anders sagen. Aber auch im Großen und Ganzen muss ich sagen, die Spiele waren echt gut. Der Hype damals riesig und auch heute, gerade vom Wi-Fi her, sieht alles echt schön aus. Und die neuen Pokémon bringen natürlich wieder sehr viel neue coole Sachen im Meta mit. Hat er mich gerade zweimal gecrittet? Weil es war... Nee, okay. Achso, nee, stimmt. Das war ja so, wenn man crittet, dann critten alle, ne? Ah, ich glaube, irgendwie so war das, ne? Das kann sein. Okay, Roserade, da wechseln wir aus. Alter, was hat Roserade für ein Gesicht, bitte? What the fuck? Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, bin ich der Meinung, Pokémon Sonne und Mond waren grandiose Spiele. Beim ersten Mal durchspielen ein absolut schönes Erlebnis. Ich vermisse Arena-Leiter, muss ich sagen. Ich finde die Idee mit den Inselkönigen etc. und den ganzen Prüfungen, finde ich cool. Aber ich vermisse die Arena-Leiter doch schon sehr, muss ich sagen. Ach, der heilt sich jetzt die ganze Zeit, ne? Soll ich das so durchspeeden? Ich habe Angst, dass irgendwas passiert. Ah, das sollte passen. Obwohl, ich gehe jetzt für Pfund. Ah, okay, passt. Selbst in einem Crit, glaube ich, hätte es nicht ausgereicht. Okay, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, meiner Meinung nach, die Spiele waren sehr, sehr cool. Ich weiß halt nur nicht, wie es aussieht, wenn man die Spiele nochmal durchspielt. Kann auch sein, dass ich mich täusche, weil ich habe darüber nämlich auch schon mit Kotopower geredet. Und er meinte auch, er hat ja damals, glaube ich, Pokémon Mond gespielt. Spielt aktuell Pokémon Sonne. Und er hat absolut viel Spaß beim Spielen und das ist auch alles cool und so, ne? Da sage ich ja nichts gegen. Und es freut mich auch. Ich weiß halt nur nicht genau, wie es für mich ist. Wo ist denn hier das Bett, wo wir uns heilen können? Hier nicht. Ist es hier links? Auch nicht. War das unten irgendwo? Nee, hier konnte man raus, ne? Nee, hier war die Küche. Gab es irgendwelche Items? Ach, hier gibt es überall diese Dings, hier gibt es überall diese Frauen. Gab es hier Items? Oh, ein Leaf Zone. Wisst ihr? Ah, das triggert mich jetzt. Das ganze Let's Play, die ganze Gold und Silber Soul Link über mit Fresen zusammen,
haben wir keinen fucking Leaf-Song gefunden. Nicht einen einzigen. Ich konnte mein Overvibe bis zu Rot nicht entwickeln. Wir haben gegen Rot gekämpft. Mit Level 80 Pokémon und ich hatte einen fucking Overvibe. Ich habe das, glaube ich, auf der zweiten Route oder so gefangen. Und es war immer noch in meinem Team und es war ein Obi. Und hier finde ich vorm dritten Orden schon einen Blattstein. Ah, triggert. Okay, ich beschwere mich nicht. Doch, ich beschwere mich. Naja, macht man nichts, ne? Ich weiß gar nicht, wo Dings kommt, wo Gary kommt. Aber ich würde... Gab's hier kein... Ich glaube, hier gab's gar kein Bett. Weil man hier nämlich ins Pokécenter laufen kann, ne? Es hat auch schon jemand in die Kommentare geschrieben, er würde es okay finden, beziehungsweise cooler finden, wenn ich die Wege in die Pokécenter nicht speeden würde, weil es so aussieht, als würde ich das Spiel ganz schnell fertig haben wollen und durchrushen. Er hat natürlich gesagt, er weiß, dass es nicht so ist und es ist auch auf keinen Fall so. Ich habe super viel Spaß an dem Projekt und ich versuche es schon so gut es geht nicht zu machen. Nur, ihr müsst wissen, als eine Person, die durchgehend labert, Parts teilweise vorproduziert. Ich meine, ich habe jetzt hier schon wieder das ist der dritte Part, jetzt, den ich vorproduziere, den vorletzten Part. Mit dem vorletzten Part habe ich eben angefangen, habe dann den letzten Part aufgenommen und nehme jetzt gerade diesen Part auf. Und im vorletzten Part habe ich, der bestand ja quasi aus Dingen, die aktuell so in meinem Leben abgingen. Habe ich euch so ein bisschen erläutert. Und das ist auch vollkommen okay, das ist voll cool. Ich hatte da super viel Spaß bei. Aber irgendwann muss man einfach ehrlich zu einem sein, geht einem so ein bisschen der Gesprächsstoff aus. Und da will man, und dann denkt man sich halt so, ah, ist das jetzt cool, was ich hier so erzähle? Könnte die Person das nicht vielleicht sogar langweilig finden und dann einfach abschalten? Weil an und für sich würde sie vielleicht das Projekt cool finden. Oh lol, wie sieht denn Stolz aus? Ich labe halt nur langweilige Scheiße oder so, versteht ihr? Und gerade diese Passagen, wenn man ins Pokécenter läuft, da hast du einfach kein Gameplay, wo du drüber reden kannst. Gerade Pokémon ist, glaube ich, so ein Spiel, wo es häufig Momente gibt, wo man nicht wirklich erzählen kann, was gerade passiert. Ich glaube, bei einem The Legend of Zelda oder so wäre das komplett anders. Shadow Sneak, das ist nice. Aber bei Pokémon gibt es... machen wir Bind weg? Ich weiß immer nicht, was Bind weg ist. Wir machen dasselbe weg. Bei Pokémon, da gibt es halt echt viele Momente, hallo Empoleon, wo man nicht wirklich... Oh shit. Das Schwert tanzt schon immer so cool aus, aber oh shit. Wo man nicht wirklich was zu erzählen hat. Und gerade diese langen Wege ins Pokécenter oder so, da hat man halt erst recht nichts, wo. Okay, Bumblebee mehr passt. Da hat man halt erst recht nichts, was man gerade erzählen kann. So, wir laufen jetzt gerade ins Pokécenter. Oh, wir heilen unsere Pokémon. Versteht ihr? Und deswegen finde ich, ist es immer ganz angenehm, das zu speeden, weil man dann diese, ich sag mal in Anführungszeichen, stillen Momente, wo man halt nicht gerade nichts unbedingt erzählen kann oder nicht sagen kann, dass man die einfach so ein bisschen überbrückt. Ich hatte es ja damals so, ich glaube am angenehmsten war es für mich in der Pokémon X Egglog, als ich mir von der Community, also von euch damals war es, da habe ich mir immer Fragen stellen lassen in den Kommentaren und da hatte ich eigentlich immer was zu erzählen. Ich glaube, das könnte ich sogar eigentlich mal wieder machen. Also, falls ihr Fragen an mich habt, ne, schreibt die von mir aus gerne in die Kommentare. Und du bist ein Pokémon, du bist ein schönes Wigglytuff. Schreibt mir gerne Fragen in die Kommentare. Ich nehme jetzt nach diesem Part, wenn ich nicht gerade sterben sollte, will ich noch ein bisschen weiter vorproduzieren, einfach weil ich gerade ein bisschen motivierter bin und die Zeit gerade, die ich habe, nutzen möchte. Deswegen produziere ich auch gerade vor, weil ich eben viel Spaß daran habe. Und falls ihr aber Fragen an mich habt oder so, dürft ihr die natürlich gerne stellen. Ich finde es gerade, Lucario sieht echt cool aus im Vergleich zu Riolu. Gerade in solchen Momenten, wie zum Beispiel in einem Pokémon-Let's Play, ist es eigentlich immer recht angenehm, Fragen zu beantworten, weil man da einfach viel Zeit dazu hat. Metal Claw? Ah, okay, ist okay. Im Vergleich dazu, dass ich jetzt die ganze Zeit Kommentare beantworten würde, weil es ja schon mal sehr häufig vorkommt, wenn jemand mir Fragen stellt, dass die auch mal etwas länger werden. Und bin ich ganz offen und ehrlich, Kommentare beantworten, ich lese mir jeden einzelnen Kommentar durch, aber beantworte seltener Kommentare, was mir sehr, sehr leid tut. Einfach aus dem folgenden Grund, dass es sehr, es ist wirklich zeitaufwendig, Kommentare zu beantworten und die fehlt einem ab und zu. Alter, wie sieht Darm hier Plex aus? Sieht aus, als würde es nicht viel Spaß am Leben haben. Also ich beantworte auch sehr gerne Kommentare und so weiter, aber
es fehlt einem sehr häufig die Zeit. Und was ich mir häufig denke, ich weiß nicht, wie das bei anderen Leuten ist, irgendwann, okay, Beingene nehme ich, habe absolut keine Ahnung, was Bein ist. Irgendwann, denkt man, das, was ich antworte, ist ein bisschen eintönig. Keine Ahnung, ob das nur bei mir so ist oder ob das bei anderen Leuten auch so ist. Für mich kommt es auf jeden Fall so vor, dass es bei mir schon ab und zu mal der Fall ist, dass ich Angst habe, dass, also was heißt Angst, dass ich mir halt doof vorkomme, wenn ich die ganze Zeit nur danke, 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 danke unter jedem zweiten Kommentar antworte. Und wenn ich mal einmal angefangen habe, Kommentare unter einem Video zu beantworten, möchte ich das meistens auch durchziehen, dass ich unter dem Video, unter dem ich ein, zwei Kommentare oder vielleicht sogar drei, vier Kommentare schon angefangen habe zu kommentieren, dass ich wirklich auf bei jedem Kommentar, auf das ich eingehen kann, dass ich da wirklich auch was zu schreibe, weil es mag vielleicht dumm klingen, aber ich denke mir dann selber, vielleicht sieht jetzt eine Person, okay, der Razer, der hat jetzt richtig viele Kommentare beantwortet, aber mein Kommentar nicht, obwohl mein Kommentar eigentlich nicht bad war, sage ich mal. Und das stimmt auch und ich kann die Person da absolut nachvollziehen und mich würde das wahrscheinlich auch verärgern, wenn ich sehen würde, okay, ich schaue einen YouTuber gerne, und der hat jetzt hier von allen Leuten die Kommentare beantwortet. Oder sag ich mal von... Ist Psywave nicht eine Psychoattacke? Also ihr habt mir schon Psywave erklärt, ne, dass das so random Damage ist. Aber ich dachte, das wäre eine Psychoattacke. Hm, naja, wir gehen mal raus in Gudra. Und ich habe hier einen coolen Kommentar geschrieben und der geht darauf nicht ein. So, und ich fühle mich auch immer richtig schlecht, wenn Leute so richtig lange Kommentare schreiben, die auch richtig cool sind. Es gibt richtig, richtig viele coole, lange Kommentare in meiner Kommentarsektion. Und ich dann nur so kleine, so einen kleinen Text dazu schreibe. Und dann denke ich mir immer so, ah, könnte die Person es jetzt vielleicht kacke finden oder so? Ich erzähle jetzt so voll Sachen behind the scenes und so. wie man halt so denkt, wenn man halt einzelne Sachen macht. Aber ich finde das auch eigentlich ganz spannend, würde ich mal meinen. Und da macht man sich tatsächlich, es gibt wirklich viele Dinge, worüber man sich Gedanken macht, worüber man sich eigentlich keine Gedanken machen sollte. Haben wir TM30 schon mal gehabt? Ich glaube, wir haben TM30 jetzt zweimal. Poison Powder. Yay. Genauso wie es auch für einen selber. Wisst ihr, YouTube macht super viel Spaß. Ich verdiene mit YouTube ein wenig Geld, das ist ein kleines Taschengeld, aber natürlich noch lange nicht genug Geld, um davon zu leben. Also, wie gesagt, das ist halt ein kleines Taschengeld. Und trotzdem setzt man sich meiner Meinung nach immer, ich weiß nicht, wie das bei anderen Leuten ist, bei mir ist es immer so, man setzt sich auf YouTube, ich heile meinen Pokémon lieber nochmal, immer sehr schnell unter Druck. Jetzt heute vielleicht zwei Videos, aber ich weiß, wie viel Zeit es kostet und so weiter. Und eigentlich müsste ich jetzt schon längst was anderes machen, aber wenn ich jetzt heute kein Video raushaue, dann enttäusche ich eventuell die Leute. Und man setzt sich wegen YouTube wirklich schnell unter Druck, was ich teilweise ein bisschen schade finde, weil es gab mal eine Zeit, da war ich in so einem Loch. Ich glaube, Present hat letztens einen Mario Kart 7 Part, habe ich mir noch nicht angesehen, will ich mir aber auf jeden Fall anschauen, wo er über sein kreatives Loch spricht. Und da war ich auch in so einem Loch, bezüglich nicht meiner Kreativität, sondern allgemein, ich war relativ down. Und ich glaube, es war so zu der Sacred Gold Zeit. Also als ich Sacred Gold aufgenommen habe, vielleicht erinnern sich noch ein paar Leute an das Projekt. Und da war ich echt nicht unbedingt motiviert dazu, Videos aufzunehmen. Aber ich wollte trotzdem nicht sagen, okay, Jungs und Mädchen, hi. ich mache jetzt gar nichts, sondern ich nehme jetzt trotzdem weiter auf, weil ich die Leute nicht enttäuschen will. Schlussendlich bin ich aber schon einigermaßen unzufrieden im Vergleich zu anderem Content von mir bezüglich dieser Zeit, weil ich selber weiß, es gab in Sacred Gold gab es viele Momente, wo ich zum Beispiel einfach gar nichts gesagt habe, einfach weil ich so, ne, ich hatte keine Motivation, ich hatte keine Themen, die ich irgendwie ansprechen konnte, aber ich habe es halt trotzdem aufgenommen, weil ich die Leute nicht, ich sag mal, enttäuschen wollte. Und das ist eigentlich immer ein dummer Fehler. Man sollte sich wirklich, hallo Maschok, man sollte sich wirklich die Zeit nehmen. Was sollen wir wegschmeißen? Beziehungsweise man sollte wirklich nur dann etwas aufnehmen, wenn man sich wirklich motiviert dazu fühlt. Sonst kommen am Ende schlechte Videos bei rum. Wisst ihr was, wir tun jetzt Ice Punch auf Pyromanix, ist mir jetzt egal. Ich hoffe jetzt einfach, dass es speziell ist. Und ja, am Ende ist es physisch und dann wissen wir es halt. Schade, dass ihr dann so einen wichtigen Move wie Ice Punch
Wegtun. Oh, schon wieder eine neue TM, ne? Wir kriegen hier fast nur TMs, das ist richtig krass. Draining Kiss. Warte mal, Draining... Das war Dings, ne? Die Feenattacke. Diebeskuss, genau. Ist cool, man kann keiner lernen. Vielleicht finden wir später noch ein Pokémon, das das erlernen kann. Aber kämpfen erstmal gegen die Trainer hier. Und ja, wie gesagt, man sollte halt wirklich nur dann aufnehmen, wenn man sich wirklich bereit dazu fühlt. Ich habe auch, mache das meistens so, wenn ich was aufnehme und merke, okay, so langsam werde ich vielleicht ein bisschen ruhiger oder habe nicht mehr so viel Gesprächsstoff. Dann nehme ich mir kurz Zeit für mich, lehne mich kurz zurück oder lege mich vielleicht sogar kurz hin, ein bisschen einen freien Kopf bekommen und dann nehme ich wieder weiter auf. Zum Beispiel jetzt gerade, das ist der dritte Part, den ich in Anführungszeichen hintereinander aufnehme, aber gestreckt über mehrere Stunden, immer nach jedem Part. Ich habe gerade, ich sag mal so, ich habe gerade ein bisschen Kopfschmerzen, deswegen tue ich dann immer nach jedem Part, trinke ich ordentlich was, gehe kurz in die frische Luft, setze mich kurz hin, chill kurz, schaue vielleicht ein Video oder so und dann nehme ich den nächsten Part auf, einfach um dann nicht halb tot in dem Part zu sein, sage ich mal. Ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich denke mal, ihr versteht, was ich meine. Und diese Zeit sollte man sich auf jeden Fall nehmen, wenn man schlussendlich auch mit seinem Content zufrieden sein möchte. Aber... Oh nein! Ich hasse Self-Destruct, das ist so dumm! Oh, es tut mir leid. Ich hätte es eigentlich ahnen sollen. Das war dumm, das war wirklich dumm. Das war wirklich dumm. Du siehst richtig hässlich aus. Ich muss jetzt irgendwas beleidigen. Ja genau, mein Fury Swipes geht daneben und er trifft natürlich. Was wollte ich gerade sagen? Boah, ich gerade stehen geblieben. Es tut mir unendlich leid wegen Voltoball. Holy shit, das war eigene Dummheit. Ich hätte ahnen sollen, okay, der geht gleich für Self-Destruct. Aber ja. Naja, auf jeden Fall. Bezüglich des Themas eben, das ist so mitten im Redefluss passiert, deswegen bin ich jetzt richtig raus. Man sollte sich auf jeden Fall zwischendurch Zeit nehmen. Ah ja, ich, genau, das habe ich erzählt. Und zwar habe ich gesagt, es gibt, wie gesagt, zum Beispiel gerade diese Zeit damals mit Sacred Gold. Oh, Glade, das sieht cool aus. Bisschen strange, aber auch schon ziemlich cool, auch wenn es aussieht wie ein Pflanzen-Pokémon. Gerade diese Sacred Gold-Zeit, ich bin mit den Videos nicht hundertprozentig zufrieden. Aber trotzdem würde ich sie nicht löschen. Ich habe einige Videos auf meinem Kanal auf privat gestellt. Als ob. Soll ich hoffen, dass er keine Kampfattacke hat? Ich hoffe es jetzt einfach. Ich habe keine andere Wahl. Was soll ich großartig anders machen? Okay, geht wieder für Night Slash. So ein Crit, okay. Ich habe einige Videos runtergenommen, einfach weil ich mit denen absolut unzufrieden war. Aber es gibt echt Videos mit dem, holy shit, für die würde ich mich unendlich schämen. Aber zum Beispiel gerade meine Anfangsvideos sind zum Beispiel noch online. Also falls ihr mal nachschauen wollt, mein erstes Video ist online. Und was ich auch sehr interessant finde, es gibt viele meiner YouTube-Freunde, die hatten vorher alle schon mal einen Kanal und die haben schon wirklich eine jahrelange Erfahrung. Aber ich persönlich, das ist, Razer ist mein allererster YouTube-Kanal und ich bin darauf tatsächlich sogar ziemlich stolz. Ich weiß, ich bin nicht der mit der besten Qualität. Es gibt sehr viel bessere Leute von der Qualität her und vom Commentary her und so. Absolut kein Zweifel. Aber dafür, dass ich das Ganze wirklich, ich sag mal in Anführungszeichen, erst ein bisschen mehr als 3 Jahre mache, bin ich eigentlich recht zufrieden. So, ich bin ein relativ kreativer Mensch, würde ich mal behaupten. Viele Leute sagen mir immer, dass ich sehr kreativ bin. Bei mir hapert es meistens dann an der Umsetzung. Es gibt, könnt ihr mal Present und Paul fragen, es gibt so häufige Momente, wo ich sage, oh Leute, ich habe übelst die gute Videoidee, die übelst gute Formatidee und ich erzähle denen die und die sagen, oh Leute, die ist ja übelst gut, aber ich setze ihn im Nachhinein nicht um, weil es gibt auch häufig Momente, wo ich einfach sage, okay, ich glaube, wenn ich das jetzt, ich habe Voltoball nicht auf die Box getan, ich glaube, wenn ich jetzt das mit den Möglichkeiten, die ich habe, beziehungsweise mit den grafischen Skills und so weiter, die ich habe, umsetzen würde, würde es nicht so cool sein. Und ich will, ihr wisst, viele Sachen auf meinem Kanal sind von Present oder von Paul oder auch Paramedics hat mir schon oft geholfen bezüglich Grafiken oder auch andere Leute. Einfach weil ich eben weiß, dass ich selber nicht der
Beste, haben wir die ganzen Pokémon jetzt im Dings, in der Todesbox? Ich glaube, ja. Ich glaube, das mache ich gleich offscreen. Ich tue auf jeden Fall Kusha erstmal raus. Die haben mir sehr häufig geholfen und ich will den auch nicht jedes Mal, ich will die Leute auch nicht jedes Mal nerven. So, hey, kannst du mir das machen? Kannst du mir dies machen? Und, ja, deswegen, habe ich deswegen schon häufig Sachen verworfen, was ich einerseits schade finde, aber andererseits auch voll okay, weil so wie es aktuell läuft, bin ich ganz zufrieden. So, der Part ist heute leider auch wieder ein bisschen kürzer als der andere, einfach aus dem folgenden Grund: Ich will jetzt meine Box sortieren, ein sechstes neues Teammitglied reinnehmen und dann werde ich tatsächlich die Pokémon mit dem sechsten Teammitglied, was wir dann im nächsten Part sehen werden, auf Level 24 trainieren. Oder 23, vielleicht 23, 24, mal gucken. Vielleicht die Hälfte so, keine Ahnung. Und damit wir dann im nächsten Part die MSN zu Ende machen können und dann schlussendlich auch den dritten Orden auf jeden Fall ein Part machen können. Gut, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich hoffe, die Themen waren ganz interessant. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Und ciao.